Wer die Veröffentlichung des neuen Titanfall Ende des Jahres so gar nicht abwarten kann, sollte dem Free-to-Play-Titel Hawken eine Chance geben, der jetzt auch für PS4 und Xbox One zum Download bereitsteht. Auch hier klettern Konsolenspieler ins Cockpit stählerner Giganten, um sich in ausladenden Mehrspieler-Arenen aufs Spektakulärste zu bekriegen. Schnell, actiongeladen und das Beste, weitestgehend kostenlos. Nur optische Anpassungen kosten Geld. Bosskämpfe sind bei den meisten Spielen ein spektakuläres Zwischenelement, eine Ausnahme vom regulären Ablauf. Bei Capcoms durchaus komplexer Monster Hunter-Reihe verhält es sich genau andersherum. Das gilt auch für den neuen 3DS-Ableger Generations. Die bewährte Mixtur aus Rohstoffbeschaffung und digitaler Dino- und Drachenjagd ist geblieben. Neue, von der getragenen Waffe unabhängige Kampfstile, technischer Feinschliff und der gewaltige Umfang mit mehreren hundert Stunden machen es zum bislang besten Monster Hunter auf dem 3DS und dank des Easy-Katzen-Modus auch zum einsteigerfreundlichsten. Mit Integrity and Faithlessness setzt Square Enix seine traditionsreiche Star Ocean-Reihe nach 7 Jahren Pause auf der PS4 fort. Und was soll man sagen? Das Warten hat sich nur bedingt gelohnt. An großen Gefühlen, Pathos und Science-Fiction-Action mangelt es zwar nicht, aber so flott die Echtzeitkämpfe gegen teils riesige Bossgegner auch sein mögen, das Missionsdesign mit seinen seelenlosen Sammelaufgaben ist mitunter öde, die hübsche Welt zuweilen arg leblos und das Fehlen einer Autosave-Funktion schlicht altmodisch. Ach ja, auf deutsche Untertitel oder gar eine Synchro verzichtet Integrity and Faithlessness leider vollends.